Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Fallout 76. Ich wollte schon viel sagen. So, ich habe hier noch ein paar Sachen gefunden. Greaserjacke und kann ich nicht tragen. Kupfererz und Eisenerz. Damit kann man doch leben. Ja gut, dann wollen wir mal den ganzen Kram beenden, indem wir auf der anderen Seite gehen. Ich dachte schon, ich muss das selber eingeben. Anforderungscode akzeptiert. Gebe Reparaturbarke aus. Ey, gib her den Schüssel. Freigabe für Barkeneinsatz erteilt. Benutzer nach unten begeben. Barke einsetzen. Zum Aufzug. Ich bin schon wieder am Verdursten. Ich habe doch am Anfang der letzten Folge getrunken. Was für ein Mist. Okay, aber wir können jetzt den Fahrstuhl. Könnt ihr mal aufhören zu explodieren? Benutzen. Huch, ist das dunkel. Was sind eigentlich die heutigen Tagesziele? Oh, da läuft jemand auf mich zu. Bedrohlich. Aber ist nur ein wilder Ghoul auf Level 3. Challenges täglich. Erreiche eine höhere Stufe. Easy. Verwende ein Brettspiel. Kann die verwenden? Töte Rieseninsekten. Schieße ein Foto, während du gut genährt bist. Schieße ein Foto in der Nähe des Landblick-Leuchtturms. Dafür würde ich jetzt nicht dahin gehen. Obwohl, das ist ein gratis... Atom. Das ist schon nicht ohne, ne? Vielleicht werden wir da gleich nochmal hingehen. Kostet uns zwar ein paar Kronkorkis, aber naja. Was willst du machen, ne? Ah, noch ein Stealth Boy. Oh, verdammt. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Die Erkennungsmarken nehme ich gerne. Psychobuffen. Ah, gut, ja, gut, kann man verkaufen, ne? Ach, ich meinte, ich soll auch Medikamente verkaufen, die ich nicht gebrauchen kann, anstatt sie zu lagern. Aber ich weiß nicht, ich bin halt ein Messi. Kann ich nicht anders sagen. Ich mag es nicht, Dinge zu verkaufen. Ganz schrecklich. Kannst du mal mit der Radioaktivität aufhören? Okay, das war strange. Was habe ich jetzt bekommen? Hallo? Schwarzes Titanerz. Oh. Das war ja irgendwo nicht schlecht, ne? Also damit kann ich leben. Und damit ist die Quest beendet. Okay, dann... Mmh.
Auch ein Generator. Haben wir hier noch? Machen wir persönliche Angelegenheiten. Wieso hat mein Controller gerade vibriert? Das gefällt mir nicht. Aber wir werden zuerst zum Leuchtturm rasen und da ein Bild machen. Am besten sind wir dabei noch vollgefressen. Wie komme ich hier raus? Ich will hier raus. Der motherfucking Zero will hier raus. Kennt das noch jemand? Ich meine, das ging nicht mit Zero, aber so ähnlich. Ey! Willst du mich verarschen, Junge, oder was? Ne? Hol dir aufs Maul. Lass mich hier raus. Oh. Mit Taschen. Metallrüstung. Oh. Oh, 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 oh. Was ist denn das für ein geiles Ding, du? Das nehme ich gleich an. Oh, das ziehe ich mir über. Oh, guckt euch das an. Mit Taschen. Zack, 170. Alter, bin ich glücklich. Wieso vibriert mein Controller? Wieso habe ich geschossen? Ich weiß es nicht. Oh, da liegt noch eine Nachricht. Oh, Gold. Ein Tresor. Was ich alles hier übersehe. Nehme ich, was der Schädel drin soll. Ich weiß es nicht, den lassen wir mal. Okay, Mr. Hornwright. Unsere Bemühungen, das Projekt Baggerrüstung von Graham Minning zu unterminieren, stehen kurz vor dem Abschluss. Dank der Interventionen meines Teams beim Menschen-gegen-Maschine-Wettbewerb sind unsere Abbaubots in der Region nun in aller Munde. Ich hab's nicht zu Ende gelesen. Alter, bin ich dämlich. Oh yeah. Notizen. Oh, da geht's weiter. Während sich der Aktienkurs von Graham im freien Fall befindet. Nun zum letzten Schritt. Alles, was ich von meinen Beratern über die Baggerrüstung weiß, lässt darauf schließen, dass die zugrunde liegende Technologie grundsolide ist. Sie bezeichnet die Technologie zur Ortung von Mineralvorkommen sogar als geradezu revolutionär. Hinter diesen Mauern befindet sich beeindruckend viel proprietäre Technologie. Also wäre eine feindliche Übernahme von Graham Mining jetzt ein kluger Zug. Eine Flotte automatischer, nahezu unzerstörbarer Abbaubots mit der Fähigkeit, ergiebige Mineralvorkommen unabhängig zu erschließen? Das ist die Zukunft, Daniel. So schlagen wir AMS mit ihren eigenen Waffen. Wir müssen nur mutig genug sein, jetzt die richtigen Schritte einzuleiten. Ich würde vorschlagen, wir verlieren bei dieser Sache keine Zeit. Ihr Hauptader-Projekt läuft ihnen nicht weg. Es wird auch noch da sein, wenn wir uns als wichtigster Industriekonzern östlich der Rockies etablieren haben. Geben Sie mir einfach Bescheid, dann kann ich den Vorstand innerhalb von 24 Stunden hier versammeln, damit wir die weitere Strategie besprechen können. Ich würde Ihnen übrigens dringend dazu raten, dieses Dokument zu verbrennen, sobald Sie es gelesen haben. Dutch Wharton, leitender Vizepräsident, unternehmerischer Engagement, Hornwright Industrial. Ich frage euch, Leute, wenn es ein Dokument ist, was der andere Typi verbrennen soll, warum schreibt er da seinen vollen Namen hin und was er repräsentiert in der Firma? Das ist doch dämlich, oder nicht? Ich meine, ich klaue ja auch nicht ein Auto und lasse einen Brief da. Ja, ich habe das Auto geklaut. Ich muss das Video schneiden. Habe ich gerade meinen richtigen Namen genannt? Ja, das habe ich. Oh, bin ich blöd. Oh, cool. Ja, jedenfalls. Schreibe ich auch nicht auf den Zettel. Hey, ich habe das Auto geklaut. Zero Enno, Fake Street 123. Hier finden Sie mich in der 6. Etage. Oh. Ich hoffe, ich merke mir das. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Ah, gut, knapp 10 Minuten. Also, das werde ich schon finden. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das kannst du behalten. Kann ich trinken?
21 Radioaktivität. Ne, das kannst du knicken. Kann ich eigentlich wieder ein Redway reinziehen? Ich kann das hier direkt reinziehen, oder? Da, Redway. Zack. Perlin-Schüssel. Jetzt gehen wir raus, okay. Punkt A. Wir müssen fressen. Also was zu essen. Und dann gehen wir zum Leuchtturm und dann schießen wir ein Foto und schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Das sind 30 Atoms. Wir müssen halt irgendwo an unsere Atoms kommen, ne? Ist ja ganz klar. Oh, jetzt habt ihr mich beim Gehen erwischt. Ich bin ein bisschen fertig, ich geb's zu. So. Okay, wir werden uns die Karte angucken und gucken, wie unsere jetzigen Pläne aussehen. Die meisten Leute laufen schon hier irgendwo in der Valhalla rum, ne? Mit Stufe 1 Milliarde. Ja, seht ihr es? Und ich bin immer noch in der Mitte. Hm. Na gut. Ich bin ja in der Nähe von zu Hause, ne? Und Mr. Dingens Leuchtturm, Landblickleuchtturm. War das Landblickleuchtturm? Ich bin überladen. Geilo. Okay, wir müssen ein. Wenn ich jetzt etwas esse. Ich hoffe, ich habe Essen. Hab sogar Essen. Trinken. Oh, Wasser. Stand da gerade minus 10% Wasser? Oder plus? Ich hoffe, das stand plus. Wasser 15% hier. Komm. Zieh mir jetzt alles rein. Bin ich halt besoffen. Die Zuckerbümpchen ziehen wir uns da rein. 1% Gewürze. Ja gut, wenn wir jetzt eh nach Hause reisen, was wir auch machen können. Dann. So vibriert mein Controller die ganze Zeit. Keine Ahnung. Ist mir auch Wumpe. Wir reisen jetzt erstmal nach Hause. So. Hier futtern wir erstmal ein bisschen was. Und dann gucken wir weiter. Vielleicht können wir auch den Generator bauen. Kürbissuppe. Was ist zum Teufel? Hilfsmittel. Okay, was haben wir hier? Fancy Kuchen. Ja, Hundefutter in Dose geht immer. Instant Püree. So, ich denke, das wird schon reichen, ne? Dadurch müsste ich wohl genährt sein. Hier, zack, zack. Ich will nämlich komplett vollgefressen sein. So, ich bin mehr als gut ein. Ist das die Waffe? Irgendwas vibriert hier ständig, ey. Das irritiert ein bisschen. So, okay. Wir müssen erstmal Sachen auseinander basteln, glaube ich. Und unsere Blaupausen rausholen. Kampfgewehr. Habe ich noch irgendwas da? Rezept. Das war's. Ich habe doch so viel, ich habe doch so viele Sachen gefunden. Ach nee, das waren Mods. Okay, alles gut. Alles gut. Okay, ich habe aber bestimmt noch Waffen, die weg müssen. Was zum Teufel? Woher habe ich diesen Gatling-Laser? Ich meine, ich kann die eh nicht gebrauchen. Vielleicht kann ich den Gatling-Laser umbauen, dass es ein Einschuss-Laser wird. Müssen wir mal gucken, vielleicht geht das ja. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo ich den her habe, aber wir gucken mal. Wobei meine Skills höchstwahrscheinlich jetzt nicht ausreichen werden, um das zu tun. Man kann ja mal gucken, Gatling-Laser. Was könnte man denn machen? Gatling-Laser-Verschluss. Ja, wird mir das bringen? Gar nichts wahrscheinlich, ne?
Feuerratte da. Sturmläufe. Es sind auch nur 3 Schaden mehr, also das ist jetzt nicht der Hit. Muss ich schon sagen. Ja, Visier ist jetzt auch nicht wirklich nützlich darauf. Ich werde den Gatling-Laser behalten, einfach nur, weil es halt unser erster Gatling-Laser ist. Und man weiß ja nie, was man irgendwie mal brauchen könnte. Ich will den lagern. So. Dafür kann das alles weg. So, dann muss ich auf jeden Fall Gegenstände reparieren. Den Pip-Boy brauche ich nicht reparieren. Wir sollten erstmal unsere Waffen reparieren. Okay, hier sind nur Kleider. Gatling-Laser müssen wir nicht reparieren. Vorschlag haben wir auch nicht. Die Pumpgun müssen wir reparieren, ne? Pistole. Ich habe natürlich kein Aluminium mehr. Geil! Fehlt es mir einfach an Aluminium. Ich drehe durch. Wieso kriegen wir so wenig Sachen? So. Die hier muss repariert werden und die hier. Oh. Kleber. Ach Mann, Klaus Kleber. Das ist so nervig. Lass mich raten, ich kann den Scheiß hier auch noch nicht bauen. Hier. Schutz. Nein, Generatoren. Oh, doch, ich kann ihn bauen. Ich habe genug Zahnräder. Ich fass das nicht, dass man so wenig davon bekommt. Und Stahl haben wir mehr als genug. So, zack, Generator gebaut. Und somit funktioniert auch das schicke Ding. 8 Beton, Aluminium, lose Zahnräder, lose Schrauben, aber kein Kleber. Was? Ein Silberstreifen am Horizont. Das ist eine Ausdauer. Was? Wieso gehen meine Sachen kaputt? Ich habe das Gefühl, dass mein Haus angegriffen wird, wenn das nicht weg bin. Ist aber nur so ein Gefühl. Na gut, wir müssen ein Foto schießen. Und dafür reisen wir. Wie sieht es mit meiner Packlast aus? Ja, ich bin irgendwie überladen. Ich glaube, das ist der Gatling-Laser. So, ein Silberstreifen im Horizont. Ach, das habe ich bekommen. Okay. Was sind denn meine legendären Rüstung? Ich hoffe, ich habe sie abgelegt. Ja. Ja, ich muss sagen. Ich habe meine mit Taschen finde ich eigentlich besser. Und Blitzresistenz ist jetzt nicht wirklich das, was ich brauche. Aber 1+1 Ausdauer ist nicht schlecht, ne? So verliere ich hier. Ach, die Ausdauer gibt mir auch Tragekapazität. Ja gut, dann nehmen wir die. Ich meine, rein theoretisch ist natürlich Rüstung besser, aber ich denke mal, später werden viele auch Energiewaffen verwenden. Vielleicht wird mir das auch einen Vorteil bringen. Gut. Ich würde sagen, ab zum Leuchtturm. 9 Kronkorken für 30 Atom tauschen wir gerne 9 Kronkorken ein. Ich denke mal, die haben sich das ein bisschen besser vorgestellt mit dem PvP, dass es schneller sein wird, an Geld zu kommen wegen PvP. Allerdings haben sie nicht gedacht, dass ihr PvP so scheiße ist, dass einfach keiner PvP spielen möchte. Logisch, ne? So, machen wir hier ein hübsches Landschaftsbild mit dem Typen. So, war das hier Fotomodus? Doch, Fotomodus. Fotomodus. Ich möchte mich auf jeden Fall drehen. Es zählt doch bestimmt, ne? Okay, dann, Pose.
das passt schon mal ganz gut. Filter. Wow. Filter kannst du dir gar nicht reinziehen, ey. Oh. Boah, ist das krass. Was sind denn das für komische Filter? Jetzt hätte ich ein Foto schießen müssen. Oh Mann. Okay, das ist natürlich bitter, wenn da plötzlich ein Zombie angelaufen kommt, ne? Ja, komm, machen wir schnell hier Pose. War die, Filter. Red Rocket, so. Das sind schon mal 30 gratis. Gut, dann können wir uns jetzt auf den Weg machen. Kommt da angerannt, einfach so. Ja, gehen wir zum Sendeturm. 24 Kronkorken. Alter Schwede. Ich gebe doch keine 24 Kronkorken ab. Wie bin ich denn? Ich gehe da jetzt zu Fuß hin und schneide da den Kram, ey. Das ist mir 24 Kronkorken wert. Und das ist besser als eine Teleportation. Für euch. Nicht für mich, weil ich ja hinlaufen muss. Ich bin mutiert. Effekte der Mutation werden unter Start-Effekte angezeigt. Gucken wir uns gleich mal an. PDF. Pflanzenfresser. Isst Gemüse, aber kein Fleisch. Ohne Krankheiten und mit zweifachen Vorteilen. Ich bin Vegetarier geworden. Ziehen wir uns gleich das Blümchen hier rein. Ich bin zum Vegetarier mutiert? Echt? Echt? Was ist das für eine Mutation? Jetzt weiß ich, wie Vegetarier entstehen. Die laufen zu oft hin. Im Atombunker rum. Das ist ja crazy. Naja. Wir sind auf jeden Fall fast da. Hier können wir gerne wieder einsteigen. Hätte ja gepasst. Hier ist ein Schiffchen. Ich sollte nicht einfach vorrennen, wenn mir vor Ort sowas gibt. Ah, guck mal. Mutanten und Eintopf. Ja, cool. Ich darf aber kein Fleisch mehr essen. Kriege ich nur noch negative Sachen. Gemüsekürbissuppe. Gut, dann heißt es, ihr habt sofort Suppe, ne? Sieht so gut aus. Okay. Warum nicht? Zum Vegetarier mutiert. Ja, ich könnte mir jetzt Red Away reinziehen ohne Ende und hoffen, dass es dann irgendwie heilt, aber... Ist jetzt nicht so wild. Ist hier ein Spieler gestorben oder was soll dieses X bedeuten? Kann ich das auf der Karte sehen? Letzter Tod? Bin ich hier gestorben? War aber auch nicht mein letzter Tod. Aber wir sind wieder hier! Oh! Oh! Ich verstehe! Wir waren hier schon vor... Oh! Das ergibt natürlich Sinn. Ja, tatsächlich. Mein Gott. Hätte ich ja hier zuerst gehen können. Na egal, jetzt zu spät. Hab ich selbst verkackt.
Wir haben hier ein Krankenhaus. Wir könnten das Krankenhaus besuchen und da Stimpacks sammeln, oder? Stimpacks. Hat hier jemand vielleicht vegetarisches Zeug? Vor allem, das hält ja auch nicht so lange wie Fleisch. Wobei, gut eingelegt. Ist immer so eine Sache. Dampf von Grafton. Leitartikel. Ein Kommentar von Crinton Cheesy. Oh, ich habe irgendeinen Grübel im Hals, ey, das ist so schlimm. Wegen Zeitung lesen bin ich jetzt nicht hergekommen. Jetzt haben wir das Krankenhaus. Ach komm, wir untersuchen mal das Krankenhaus. AVR Medical Center. Hier werden wir also gleich rumlaufen. Wieso sind hier immer noch Leute Level 1? Versteht das einer? Warum sind die Level 1? Wir sind ja jetzt ziemlich weit weg vom Spot. Junge Frau. Ich suche die Leiche. Beschädigtes Holoband. Abgetragener Schleier. Zerrissenes Kleid. Mann, sind unterwegs. Wir müssen... Der Orden... Das Riverside-Anwesen ist... Raider kommen näher. Ich könnte hier Sachen verkaufen. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen und morgen gucken wir da mal. Nee, das machen wir jetzt. Ich will jetzt wissen, wie es aussieht. Moment. Okay, der Schleier ist cool. Halbwegs. Und so laufen wir jetzt rum, Leute. Ja, zeig mir deine Brust. Was ist denn das für... Gehört das mit zum Kleid? Oder sollte man die Brust eines Spielers nicht sehen können? Weil das, Leute, sieht ein bisschen seltsam aus. Ich kann nicht näher ranzoomen, aber ihr seht hoffentlich, was ich meine. Da! Was ist denn das? Verrückt. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Serum. Tschüss.